Was geht ab, meine lieben Freunde? Heute neues Video. Heute soll so ein bisschen drum gehen, wie es mit den weiteren Kämpfen aussieht. Es ähnelt so ein bisschen wie das Statement vom letzten Jahr und da knüpfe ich direkt an. Da war ein Punkt, wo ich mich dran erinnert habe, ey, willst du wirklich alles riskieren, nur für sowas? Also ich möchte kein Profi mehr werden, tatsächlich. Ich muss aber zugeben, mittlerweile fühle ich mich in MMA sicher und möchte da auch Profi werden, auf jeden Fall. Das ist so mein Ziel. Auch hier sage ich ganz klar, es ist mein Ziel. Natürlich weiß ich nicht, was in 5 Jahren passiert. Es kann vieles passieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das Ziel schaffe. Und das wird auch mein Ziel sein, dass ich in 5 Jahren meinen ersten Profivertrag mache. Ich muss zugeben, ich hatte sogar schon jetzt die Möglichkeit, Profi zu werden. Also ich hatte jetzt im Juli hatte ich ein Gespräch mit jemandem, beziehungsweise über Instagram hat mir geschrieben gehabt und der hat mich dann eingeladen, dass ich bei ihm einen MMA-Kampf mache, einen Profi-MMA-Kampf. Ich hätte dafür auch Gage bekommen. Natürlich kriegt man dann auch am Ende, wenn man gewinnt, noch Geld dazu. Ich hab's erstmal angenommen tatsächlich. Der Kampf wäre dann am 14. September stattgefunden. Aber ich habe es abgelehnt danach. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen und auch ich fühlte mich eigentlich sehr unsicher, weil ich mir dachte, bin ich überhaupt so weit? Und ich muss zugeben, das war auch die richtige Entscheidung. Weil lieber, sage ich jetzt, ich warte noch ein bisschen, aber steige später ein und dann gehe ich richtig ab. Eigentlich war auch Schachboxen so ein bisschen Geschichte. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch wieder jetzt vor kurzem nochmal eine Anfrage bekommen für einen Schachboxkampf. Also zum Beispiel in der WM dieses Jahr nehme ich nicht teil, weil wie schon gesagt, Schachboxen ist für mich schon Geschichte. Aber ein Rückkampf gegen den Leo, gegen den ich schon im Februar jetzt gewonnen habe. Und da hat mein Mann nochmal gesagt, dass aktuell doch ein Kampf in Planung ist. Und ich habe damals das versprochen. Ich habe damals gesagt, wenn ihr einen Rückkampf wollt, ich bin dabei. Und ja, er ist tatsächlich angepeilt. Also es wird wahrscheinlich doch noch einen Rückkampf geben im Schachboxen. Aber das wird dann wirklich auch der allerletzte Kampf, weil wie schon gesagt, ich trainiere kaum noch Schach. Mein wirkliches Ziel ist aktuell nur noch das MMA. Der letzte Kampf ist jetzt ungefähr 4 Monaten her. Ich muss zugeben, in den letzten 3 Monaten war mein Training auch sehr schlecht. Das lag zum einen daran, weil ich in einer Stelle aktuell bin, wo ich viel arbeiten muss. Also gerade in den Ferien sind, dann muss ich komplett durcharbeiten, habe vielleicht einmal in der Woche Zeit. Das ist zu wenig. Mein Ziel ist es jetzt auch, jetzt in den nächsten Herbstferien auch komplett durchzuziehen. Das heißt, auch wenn ich dort, sage ich mal, dann halt 1 Stunde oder 1,5 Stunden Pause habe, da wirklich Training zu machen. Ja, auch wenn es langweilig ist, aber da werde ich gucken, dass ich wirklich da wieder anknüpfe. Dann ist Anfang August meine Rippe geprellt. Die ist tatsächlich immer noch geprellt. Also ich war jetzt, also Sparring kann ich aktuell gar nicht machen und muss irgendwie jetzt auch gucken, dass ich dann schnellst fit werde, weil ich im Dezember wieder kämpfen will. Und dann kam es noch dazu, dass ich dann Anfang September noch eine Bindehautentzündung hatte. Da hat aber mein Arzt auch nur, ja, ein bisschen blöd gebaut. Aus der Bindehautentzündung wurde auch eine Hornhautentzündung. Also ich war jetzt wirklich fast 3 Monate weg. Bin jetzt seit 1 Woche, 2 Wochen wieder im Training. Muss auch zugeben, es läuft gut. Aber ja, da muss noch mehr. Deswegen muss ich auch zugeben, haben die Workshops auf jeden Fall geholfen. Ich habe schon ein Video vor kurzem hochgeladen, wo ich bei Kenny war, bei Bold Wrestling. Super Seminar. Ich hatte jetzt auch ganz viele Seminare bei Petera. Ich hatte ein cooles Cradle-Seminar. Und jetzt auch vor kurzem auch ein gutes Black Belt-Seminar. Also es waren jetzt alles nochmal Seminare, die mich gepusht haben. Meine Wrestling-Skills, würde ich sagen, werden auch langsam viel, viel besser. Das war jetzt vielleicht ein kurzes Video, aber so wisst ihr vielleicht, wie es aktuell aussieht. Und ich bin sehr heiß auf den Kampf. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem so ein bisschen gefallen.
Und wie schon gesagt, ich freue mich, wenn ich dann dieses Jahr noch ein Video hochladen kann vom nächsten MMA-Kampf. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis dann.